Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Tempelhofer Feldes, ich freue mich, dass ihr heute Nachmittag den Weg hierher in diesen Saal gefunden habt. Ich begrüße Sie und euch herzlich zum zweiten Bürgerhearing zu den Bebauungsplänen des Senats. Ich begrüße Sie im Namen der Veranstalter, der Kleingartenkolonien Tempelhofer Berg und Neuköllner Berg, beide am Südrand des Tempelhofer Feldes an der S-Bahn gelegen, der Bürgerinitiative 100% Tempelhof, zu der ich nichts Erläuterndes mehr sagen muss, sowie der Bürgerinitiative Tempelhof 42. Sie war eine der Trägerinnen desjenigen Bürgerentscheides, bei dem sich die überwältigende Mehrheit der Tempelhof Schöneberger für die Ausweisung des Flughafens Tempelhofs als Weltkulturerbe ausgesprochen hat. Und was daraus geworden ist, wissen Sie. Mein Name ist Wilfried Büttner. Ich bin der Vorsitzende der Gartenkolonie Tempelhofer Berg und bin als Kleingärtner und Kreuzberger von den geplanten Veränderungen betroffen. Das Gelände der Kleingartenanlagen soll vom Land Berlin erworben werden und ist Teil der für das Feld vorgesehenen Planungen. Es soll der Anlage eines Stadtplatzes weichen und ansonsten planiert als Grünfläche erhalten bleiben. Ich möchte Ihnen hier eine knappe Einführung geben und den Rahmen der heutigen Veranstaltung abstecken. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der evangelischen Paulusgemeinde bedanken, die uns heute zum zweiten Mal im Rahmen der Nachbarschaftshilfe die Möglichkeit gibt, hier in ihren Räumen eine Veranstaltung durchzuführen. Herzlichen Dank. Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich bei Jörg Schulz und Castor TV, die uns bereits das zweite Mal selbstlos unterstützen und es möglich machen, dass die heutige Veranstaltung zeitgleich als Livestream im Internet zu sehen ist, sodass auch Menschen uns zusehen können, die selbst nicht hier sein können. Dankeschön. Mein Dank geht auch an die Tempelhof Projekt GmbH, die uns die meisten Poster zur Verfügung gestellt hat, die Sie heute hier sehen können und die zum Teil schon im Hangar 2 zu sehen waren. Vielen Dank. Asymmetrie. Das war das Stichwort, das mein Vorstandskollege Wolf Peinert schon in der Einführung der Veranstaltung in der Passionskirche herausstrich. Asymmetrie in den Bedingungen der Bürgerbeteiligung, der Ressourcenverteilung und damit auch der Durchsetzbarkeit von Interessen. Asymmetrie im Zugang zu Geld und Sachmitteln bei staatlichem Handeln und der Wahrnehmung bürgerschaftlicher Beteiligung. Wir finanzieren diese Veranstaltung privat aus dem Bürgerportemonnaie. Und ich möchte Sie an dieser Stelle um wohlwollende und nachhaltige Beachtung unseres Spendenkorbes am Eingang. Asymmetrie im Verhältnis von Staat und seinen Bürgern, das ist der rote Faden, der sich durch diese Veranstaltungsreihe zieht. Asymmetrie ist hier das Prinzip. Und unter den gegebenen Umständen beteiligen wir uns von Bürgerseite aktiv und frühzeitig. Der konkrete Anlass für diese Veranstaltungsreihe sind die Senatsplanungen für das Tempelhofer Feld. Und am Beispiel des Tempelhofer Feldes greifen wir drei Themenbereiche heraus. Die vorgesehenen Eingriffe in den Naturhaushalt, das aktuell praktizierte Planungsrecht und die erkennbaren Veränderungen in Rolle und Funktion von Ämtern und Behörden. Über aktuelle Veränderungen, die viele Berlinerinnen und Berliner bewegen, wollen wir am Beispiel des Tempelhofer Feldes miteinander ins Gespräch kommen. Warum steigen in Berlin die Mieten und warum soll das Tempelhofer Feld nach seiner Befreiung am 8.5.2010 jetzt bebaut werden? Warum verwandeln sich urbane Grünflächen über Nacht in teure Baugrundstücke? Warum wird in Berlin, der Metropole der 100 Dörfer, jetzt von Drinnenstadt und Draußenstadt gesprochen? Warum werden Bürgerinnen und Bürger nicht angemessen zur Zukunft der Stadt befragt? Und warum gilt städtische Planung trotzdem als mit den Bürgern abgestimmt? Warum können einige Bau- und Wohnungsämter für uns Bürger keine öffentlichen Sprechstunden und Beratungen anbieten?
Und warum soll das Wiesnmeer auf einmal keine Bedeutung für das Innenstadtklima mehr haben? Wir beobachten mit Sorge die Verwandlung unseres Gemeinwesens in einen Geschäftsbetrieb. Die Pflicht des Staates zur Daseinsfürsorge für seine Bürger sehen wir zunehmend ersetzt durch neu geschaffene Dienstleistungsprodukte, die der Bürger in Anspruch nimmt und folglich zu bezahlen hat. Hoheitliche Aufgaben werden an private Firmen übertragen. Privatisierung von Dienstleistungen, Beratungen und Auskünften, Privatisierung von Eigenbetrieben, öffentlichen Freiflächen und Ländereien. Gemeinden werden zunehmend geführt wie private Betriebe, private Geldgeber ins Boot geholt. Geht es schief, zahlen die Bürger, wir die Zeche. Und zwar immer. Im selben Atemzug wird die Verwaltung Berlins in einem Maße personell ausgedünnt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben adäquat zu bewältigen. Welche Folgen hat das für die Gemeinden als Ganzes? Und welche Folgen hat das für Bürgerbeteiligung? Trotz des laufenden Volksbegehrens werden die Planungen fortgesetzt, ja juristisch fragwürdiges Baurecht geschaffen. Am 10.10. wurde die Baugenehmigung erteilt und sofort könnte mit dem Bau des Wasserbeckens, oder wie es heute gerade heißen mag, begonnen werden. Wir stehen dafür, das Feld und seine Offenheit für die Zukunft zu erhalten, anstatt es heute 100% zu verplanen. Wir treten entschieden dafür ein, das Tempelhofer Feld, dieses einzigartige, identitätsstiftende Stück Berlin, vor planerischen Schnellschüssen zu bewahren. Was heute bebaut ist, ist für alle Zukunft verloren. Wir treten ein für die Beteiligung aller Berlinerinnen und Berliner an der Entscheidung darüber, was mit dem Feld geschehen soll, und sehen das als einen Teil des demokratischen Prozesses, die Ordnung unserer Städte als Bürger zu bestimmen und zu gestalten. Es ist das Feld, wo sich Zivilgesellschaft organisiert. Die Ergebnisse der Gespräche von Bürgern und Experten am 17. Oktober in der Passionskirche in Kreuzberg will ich, soweit sie noch nicht genannt sind, kurz zusammenfassen. Der BUND wird gegen die Erteilung der Baugenehmigung für das Pilotbauvorhaben Wasserbecken und alle damit verbundenen Maßnahmen Klage einreichen. Es ist als Ausgleichsmaßnahme für Flächenverbrauch bei der künftigen Randbebauung gedacht und soll als naturfernes, durchgestaltetes und überteuertes Projekt realisiert werden. Anders als behauptet, ist zur Bewirtschaftung der stark verschmutzten Abwässer des Columbiadammes wohl trotzdem weiterhin das Regenwasserrückhaltebecken nördlich des Columbiadammes notwendig. Die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus fordert die Rücknahme der Baugenehmigung. Schon diese Maßnahme zerstört ein Drittel der feldleeren Brutplätze und die Lebensräume anderer EU-rechtlich streng geschützter Arten. Das geplante Wasserbecken und die Bebauung werden massive Auswirkungen auf die Temperaturfunktion des Feldes haben. Die geplanten Grünfugen im Süden verlieren durch notwendige Schallschutzmaßnahmen ihre Wirkung. Die Schlitze in der Bebauung am T-Damm führen durch Trichterwirkung möglicherweise zu hohen Windgeschwindigkeiten und verhindern durch Verwirbelung Kaltluftaustausch. Die Baufelder für den T-Damm sehen 40% Wohnungen vor, am Südring sind nur 30% Wohnungen vorgesehen. Der Rest sind Gewerbebauten. Und wie viele bezahlbare Wohnungen werden dabei bleiben? Mit der Einordnung des Tempelhofer Feldes als Außenbereich war der Bauantrag für ein Vorhaben wie das Wasserbecken sehr viel leichter genehmigungsfähig. Die Erstellung von Bebauungsplänen zieht die Einordnung des Geländes als Innenbereich nach sich und dort ist unter anderem die Beteiligung von Verbänden und Bürgern zwingend vorgesehen. Berlins Stadtentwicklung weist eine wachsende Asymmetrie zwischen Planung und Beteiligung auf. Veranstaltet wird eine Beteiligung an den bereits in vielen Einzelheiten fertig gefassten Vorgaben des Masterplans. Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, wie sie das EU-Recht etwa in der Aarhus-Konvention auch für privilegierte Vorhaben wie das Wasserbecken vorsieht, ist hierzulande nicht in Sicht. Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg zeichnet entlang der Flughäfen Schönefeld, Johannisthal, Tempelhof und Tegel eine Entwicklungsachse für eine Zentralisierung Berlins
und ist bestimmend für die Stadtplanung. Es findet Landnahme statt im großen Stile, öffentliche Freiräume werden privatisiert. Wir möchten mit Ihnen, mit euch ins Gespräch kommen. Wir haben Experten eingeladen, die im Publikum sitzen und mit denen wir sprechen können. Und wir alle haben viele Fragen. Fragen, die wir zusammentragen und auf die wir gemeinsam Antwort finden wollen. Schwerpunktmäßig wollen wir uns heute mit den klimatischen Auswirkungen der geplanten Baumaßnahmen befassen. Daneben wollen wir speziell im Hinblick auf die noch bis zum 1. November andauernde frühzeitige Beteiligung die Themenbereiche benennen, die für persönliche Einwendungen in Frage kommen. Einen Überblick über das im Baurecht vorgesehene Verfahren werden wir uns möglichst ebenso verschaffen, wie wir Hilfe bei der Formulierung finden wollen. Zumal kein Argument bis nach dem 1.11. zurückgehalten werden kann. Wir werden, auch das Motto der Reihe, heute bei weitem nicht alle Fragen beantworten können. Wir machen aber damit weiter. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Die nächste Veranstaltung wird nach Möglichkeit in Neukölln stattfinden. Wir sind noch auf der Suche nach einem geeigneten Ort für die Veranstaltung, zu der wir Sie gerne wieder einladen werden. Ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich bei Herrn Hannes Gomme von der Bürgerinitiative Tempelhof 42 bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat und uns heute durch das Gespräch leiten wird und dem ich jetzt gerne das Mikrofon übergeben möchte. Vielen Dank.